So Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D Master Quest Hero Challenge. Eieiei, das muss noch geübt werden. Link spielt weiter mit seinem Schwert rum, wir sind hier im Dekobaum. Hallöchen. Letzten Mal haben wir den Dekobaum angefangen, den ersten Dungeon des Spiels. Ocarina of Time, hier geht alles Schlag auf Schlag. Nicht viel, warten nicht lange hier, da geht's richtig zur Sache, da folgt ein Dungeon auf den nächsten, beziehungsweise da folgt ein Dungeon auf den Anfang des Spiels, wenn man es so sieht. Geht alles Schlag auf Schlag, die fackeln nicht lange, wortwörtlich fackeln, denn wir sind hier bei einer Fackel, denn die brauchen wir jetzt, denn wir müssen, Feuer holen. Wenn das funktioniert, das wäre schön. Das wäre wünschenswert. Das hat noch funktioniert, das zählt. Woo! So. Gut. Ocarina of Time 3D Master Quest, ne? Ich bin ganz nebenbei immer noch paranoid wegen, Stuff. Ich habe keine Ahnung, welche Reihenfolge ich die hier besiegen muss. Aus Prinzip würde ich sagen, bitte zuerst. Mitte, links, ich gehe mal für Mitte. So viele Optionen gibt es nicht. Es sind drei. Aber man bekommt hier, glaube ich, wirklich keinen Hinweis darauf, welche Reihenfolge man die machen muss, ne? Im jetzt rechten Sinne. Ja, in Ocarina of Time im Original hat man noch von dem einen Deku, den man hier halt besiegen musste, einen Hinweis bekommen. Aber hier weiß ich es jetzt nicht. Ha, wie ich sie gegeneinander ausgekontert habe. Der Mittellaster ist halt am gefährlichsten, weil da können die anderen dich von der Seite angreifen. Deswegen glaube ich, dass der Mittellaster der Erste sein muss. Wäre für mich naheliegend, aber ich kann auch sein, dass sie das hier verändert haben. Ich muss einfach ein bisschen rumprobieren. Falsch, gut. Heißt, wir fangen nicht mit dem Mittellaster an, sondern wir fangen jetzt einfach produktiv mit dem Linken an. Dankeschön. Es gibt zwei Optionen. Mitte, links, rechts, Mitte. Probieren wir es mal so rum. Ich weiß auch ganz nebenbei nicht mehr, welche Reihenfolge bei Ocarina of Time richtig war. Ich weiß nicht, ob der Mittellaster da richtig war. Ah, das war die richtige Reihenfolge. Perfekt. Komm her. Come with me, Bro. Woher kennst du unser Geheimnis? Bist du ein Hellseher? So sei es denn. Ich werde dir das Geheimnis der Spinnenkönigin verraten. Ein Gegner, der sich nicht bewegt, lässt sich leichter bezwingen. Betäube sie. Vergib mir, Königin. Schande über mich. Ja, Schande über dich. Richtig so. Aber gut, Leute. Damit wäre der Weg zum ersten Boss geebnet. Ich möchte ganz nebenbei erst nochmal hier ein bisschen was umlegen. Ich möchte meine Schleuder umlegen, ja, ja. Aber gut, dann würde ich sagen, auf geht's zum ersten Boss dieses Spiels, unserer Challenge. Ich bin gespannt. Gepanzerter Spinnenparasit, Goma. Hallöchen. So, hier muss man jetzt im Prinzip, ein kleiner Tipp bei diesem Kampf, erstmal Schleuder draufhalten, ist ganz wichtig. Zum zweiten, bloß nicht aus dem Trigger lassen, die Route. Weil wenn die einmal in der Decke ist, kriegt ihr sie nicht wieder in den Trigger rein. Das heißt, schlagen, also sie zur Decke gehen lassen, warten, bis sie ihre Eier legen möchte, das wäre jetzt. Betäuben und draufhauen. Und das war's. Wie lange hat das jetzt gedauert? Kurz. Muss ich da noch irgendwas zu sagen? Ich möchte ganz nebenbei nicht im Herzcontainer landen. Gut. Herzcontainer wollen wir nicht. Geh weg! Ich will dich nicht. Wir gehen nämlich einfach weiter ohne den Herzcontainer. Wir lassen sie alle hier liegen. Allesamt. Allesamt. Und das war der erste Boss. Ging fix, ne? Oh, jetzt kommen wieder lustige Stimmen. Ich bereite meinen Hals schon mal mental darauf vor. Wie auch immer man den Hals darauf mental vorbereiten kann. Hab Dank, Mau. Falsche Stimme. Nicht ganz richtig. Ich bin da nicht zufrieden mit der Stimme, Mensch. Du hast deinen Mut eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ich wusste, dass du mein Vertrauen nicht enttäuschen würdest. Doch, du stehst erst am Anfang deiner Mission. Höre mich an. Ja. Nein. Was ist das für eine Aussage auf höre mich an?
Höre, was ich zu sagen habe. Ein Diener des Bösen, der aus der Wüste kam, hat mich verflucht. Das Böse in Menschengestalt setzt seine diabolischen Kräfte rücksichtslos ein, um Zugang zum Heiligen Reich zu erlangen. In diesem heiligen Tempel ruht das Triforce, ein mächtiges Geleg der Götter, und wartet auf den, der seine Kraft zu nutzen weiß. Vor tausenden von Jahren stiegen drei Göttinnen aus dem Chaos der Gezeiten empor. Die Göttin der Kraft. Nairu, die Göttin der Weisheit. Faore, die Göttin des Mutes. Dien. Mit dem feurigen Odem ihres Körpers schuf sie unsere Welt. Nairu. Sie schenkte der Welt die Gabe der Weisheit. Faore. Sie spendete Leben und schuf sämtliche Formen des Daseins. Als sie unvollendet war, zogen die Göttinnen gen Himmel. Triforce-Symbole künden noch heute von den Städten, die sie besuchten. Seither ist das Triforce ein Zeichen göttlicher Prophezeiung. Das Geleg der Götter ruht nun im Heiligen Reich. Lange Geschichte ist lang. Niemals darf es dem Teufel aus der Wüste gelingen, die Macht des Triforce zu erringen. Auf zu reimen. Nie darf er, der Böses in seinem Herzen trägt, das Heilige Reich betreten. Der Dämon, der den Fluch auf mich legte und mir die Kraft raubte. Mein Ende naht. Das Böse nagt an meinen Wurzeln. Obwohl du den Fluch gebrochen hast, kommt deine Hilfe zu spät. Ich bin zum Sterben verdammt. Meine Zeit ist vorüber. Da trauere nicht um mich. Mein Auftrag war, dich einzuweihen in die Geschehnisse um Hyrule. Du bist des Landes letzte Hoffnung. Mo, begib dich nun zum Schloss. Suche dort die Prinzessin auf, denn sie teilt dein Schicksal. Nimm diesen Stein an dich. Er war das Begehr des Mannes, der mich mit dem Fluch belegte. Kokiri-Smaragd, der Dekobomb hat dir diesen heiligen Stein des Waldes anvertraut. Die Zukunft liegt in deinen Händen, Mo. Ich weiß, du hast die Kraft. Navi, hilf Mo, meinen letzten Willen zu verwirklichen. Ich ersuche dich, Navi. So lebt denn wohl. Lass uns also zum Schloss von Hyrule aufbrechen, Mo. Leb wohl, weißer Dekobaum. Bab, die Stimme vom Dekobaum ist nicht gut für meinen Hals. Und war typisch, ich bin durch und erstmal verhaspelt, ne? Geil. Hey Mo, was hast du getan? Der Dekobaum ist ja tot. Wie konntest du das nur zulassen? Das ist alles deine Schuld. Okay. Er hat eine ziemlich tiefe Stimme für einen
Naja. Kind. Aber okay. Der Dekobomb hat auch mehr so eine Stimme gehabt von so einem Mega-Schurken, so. Ja. Aber hat nicht so alles gepasst, theoretisch. Aber egal. Gemacht ist gemacht. Ich überlege gerade. Kann man noch was machen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Gab es ein Herzteil oder gab es. Bin ich mir gerade nicht sicher. Wo gab es nochmal einen größeren. Nein, da gab es kein Herzteil. Wir holen uns gerade noch fix eine größere Munitionstasche. Denn da gab es noch eine nicht. Weiß ich hier genau, ne? Kann man mir nichts vormachen. Ah, ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob es ein Herzteil oder eine Munitionstasche gibt, aber ich meine, es war die Munitionstasche, bin mir sogar ziemlich sicher. Aber in Ordnung. Wir werden auf jeden Fall heute noch nach Schloss Hyrule aufbrechen. Halt, falsche Richtung. Wir sind ja gespiegelt alles. Da wollte ich hin. Hier bin ich richtig. So, einmal schön mittig zielen und dann zack, zack, zack. Wohl eines der einfachsten Minispiele, die es hier gibt. Dreimal in die Mitte schießen, einem Deko zuschauen, wie er fröhlich durch die Gegend hüpft und dann, fantastisch, du hast dreimal einen Schwarzer getroffen. Und dann soll dich unter Lohn bleiben. Hier, nimm das an dich. Wotz. Dankeschön. Lieb von ihm, ne? Ja, meine Stimme ist noch nicht ganz wieder da, ne? Du hast eine große Munitionstasche für Deko-Kerne erhalten. In der Tasche kannst du 40 Deko-Kerne aufbewahren. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Gut, ich werde jetzt auch schauen, dass ich den Part noch aufnehme. Habe ich drei Parts zuerst mal aufgenommen. Das ist schon mal wunderbar. Da haben wir schon mal einen gewissen Vorrat. Dann kommt das nicht zu kurz. Meine Stimme kann sich vielleicht nochmal erholen. Allgemein, mein Hals bräuchte mal ein bisschen Pause. Beziehungsweise nicht Pause, sondern er braucht allgemein mal ein bisschen Erholung nach Gamescom und allem. Hat schon ein bisschen gehabt. Ich habe mich gestern noch wesentlich schlimmer angehört. Ganz nebenbei, heute 24.8. Tag der ersten Aufnahme. Da war meine Nase noch schlimmer. Weil sie gerade meint, sich jetzt zu Wort melden zu müssen. Hör auf damit, Nase. Und da war mein Hals auch noch wesentlich nerviger. So, dann wollen wir mal schauen, wie wir uns nach Hyrule begeben können. Oh, du verlässt uns? Ich wusste, dass du den Wald eines Tages verlassen würdest, Mo. Denn du bist anders als meine Freunde und ich. Du bist anders. Meine Mama sagt, ich bin was Besonderes. Hm. Sicher, du hast deine Gründe. Versprich mir, dass wir immer Freunde bleiben, ja? Ich möchte, dass du meine Ocarina an dich nimmst. Sie glitschert. Schön. Glitzer, Glitzer. Die Feen-Ocarina, sie ist ein Andenken an Salia. Berühre auf dem unteren Bildschirm Ocarina, um sie zum Spielen hervorzuheben. Bla bla bla, Musik. Sie bedeutet mir sehr viel. Wenn immer du sie spielst, sollst du an mich denken. Okay. Ebene von Hyrule. Oder Hylianische Steppe. Wie ich sie eigentlich immer nenne. Da habe ich schon die Eule gesehen. Ich habe sie genau gesehen. Du kannst dich nicht verstecken. Und nebenbei, die Aktion von Link gerade eben ist eine Aktion, die ich wohl niemals verstehen werde. Im gesamten Zelda-Universum. Warum haut er da einfach ab? Ohne irgendwie nett freundlich von wegen so, oh, Dankeschön. Dann gibt es mir schön noch Kinder gegeben. Sei willkommen. Irgendwas. Scheint, dass nun die Zeit gekommen ist, da dein Abenteuer beginnen soll. Andere Stimme, warte. Das, was unter dir liegt, war ein Spaziergang im Vergleich zu dem, was dich erwartet. Schuh. Doch sei tapfer und verliere nie den Mut. Schuhuhu. Folgst du diesem Weg, so gelangst du zum Schloss von Hyrule. Dort sollst du bestimmt die Besitzung zu treffen. Schuhu. Weichst du ab von deinen Faden und wandelst auf unbekannten Wegen und nutzt deine Karte. Schuhu. Die Orte, die du bereits erforscht hast, mögen sie irgendwie von Geistern in deiner Karte gezeichnet werden. Schuhu. Berühre auf dem unteren Bildschirm, rotes Feld, um den Kartenbildschirm aufzurufen. Schuhu, auf dem Kartenbildschirm findest du außerdem Hinweise, welche Orte du als nächstes aufsuchen solltest. Schuhu, hast du alles verstanden? Ja. So sei es, setze deinen Weg fort. Wir sehen uns wieder. Schuhu. Tschüss, Eule. War schön mit dir. Nicht. Weiter geht's. Wir wollen irgendwie im Idealfall noch wohin kommen heute.
Wir haben noch ein paar Minütchen, das ist in Ordnung. Wobei ich überlege gerade, wir könnten uns eine Flasche holen. Ich denke, darauf wird es auch hinauslaufen, weil ich habe so das Gefühl, wir kommen heute nicht mehr in Schloss Hyrule an. Und ich weiß, man kann etwas schneller laufen, wenn man rückwärts läuft. Ist mir bewusst, diese Möglichkeit, aber da ich dann nirgendwo hinkomme, lass ich es lieber. Hallo Eule, da bist du ja schon wieder. Ich glaube, ich gehe erstmal zur London Ranch. Ich überlege gerade, da könnte man ein Herz holen, das ist für uns irrelevant. Die Skulltulas außerhalb von Dungeons waren, glaube ich, gleich. Das heißt, ich gehe erstmal dahinter. Okay. Gehe ich jetzt erstmal. Wir hätten es sogar noch geschafft, aber ich gehe jetzt erstmal zur London Ranch und schaue, was wir da machen können. Beziehungsweise nachts können wir, glaube ich, ja gar nicht mehr so viel machen. Verdammt. Wir können ein paar Skulltulas holen. Wenigstens etwas. Dann hat man schon mal ein bisschen was parat. Ich muss euch nochmal nachschauen, welche, die wievielte Belohnung für Skulltulas das Herzteil war. Weil das dürfen wir ja dementsprechend auch nicht einsammeln. Ich habe mich schon gewundert, wo er bleibt. Werte Knochengänger. Sind mir aber gerade relativ bums. Einfach weiter. Ich gehe einfach nach oben. Einfach immer geradeaus. London Farm. Schade, dass beim ersten Mal jetzt hier keine Musik kommt, aber hey. Schauen wir uns hier mal genauer um. Ist das hier abends das Spiel oder ist das nur ein... Nein, das ist tagsüber, okay. Hier gibt es nämlich ein Spiel um eine Flasche. Wäre für uns noch ganz interessant. Werde ich mir dann aber später nochmal anschauen müssen. Moment. Ein bisschen Geld. Und dann hier eine Skulltula. Sehr schön. Ich habe mich gerade etwas konzentriert, weil ich nicht weiß, wo die Skulltula runterkommt. Und ich weiß, dass die Skulltula sowieso schon ein Herz Schaden machen, glaube ich, wenn man sie berührt. Das heißt, ich würde zwei Herzen instant Schaden bekommen. Muss ich ehrlich sagen, kann ich darauf verzichten. Wenn es sich vermeiden lässt. Da hinten sollte sich meines Wissens auch noch eine Skulptur befinden, die etwas in der Luft schwebt, aber okay. Vogel. So. Tschüss. Ich rüste mal ganz kurz nochmal die Items um, weil ich gemerkt habe, dass ich doch eher spontan auf Y drücke, wenn ich schießen möchte, warum auch immer. Und ich dann immer intuitiv den Deko-Stab auspacke. Was ist denn Navi? Nikoban wollte, dass wir die Prinzessin im Schloss Hyrule besuchen. Sollten wir das nicht, sollten wir uns nicht etwas beeilen? Nein! Das Schloss Hyrule hat gerade Nachtschicht. Aber sie hat plötzlich nicht Nachtschicht, sondern hat hier schläft gerade. Komm morgen wieder, ne? Gerade keine Öffnungszeiten. Pack mal bitte deine Schleuder weg. Ich weiß, dass da oben eine Skulltula ist. Ist mir bewusst. Da. Aber da kommen wir nicht dran, weil uns noch ein Item fehlt. Ja, ja, ja. Kein Stress, wir schauen uns mal kurz unser Inventar an. Das sieht seltsam aus. Sieht aus wie eine Bombe, finde ich. Unten das große Ding, dann ist oben so ein Bobbel und da ist eine Schnur dran. Interessant. Wir haben drei Skulltulas, ja. Steht noch ganz am Anfang unserer Reise. Ach ja, schön. Ich finde, das ist irgendwie so richtig... Ach, ich mag Ocarina of Time. Also ich mag es wirklich, wirklich gerne. So ein schönes Spiel. Und ich freue mich einfach wirklich drauf. Weiß nicht, ob man es merkt, aber ich bin wirklich sehr, 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 enthusiastisch, was dieses Projekt angeht. Ich freue mich wirklich drauf. Kakeriko wollen wir gerade nicht, weil Kakeriko gerade mehr oder weniger irrelevant ist. Für uns zumindest gerade. Da wollen wir nachher erst hin. Das heißt, ich darf jetzt hier ein bisschen Däumchen drehen, solange bis die Zugbrücke runtergeht. Hallo Zugbrücke, geh runter. Na? Könnt ihr Sonne zuschauen? Oder den Mond in dem Fall. Ja, ich sehe auch immer nachts der Sonne zu beim Untergehen. Mhm. Das ist gerade der schnellste Mond, den ich jemals gesehen habe. Und wir haben Vollmond. Ich glaube, wie jede Nacht, aber trotzdem. Sehr gut. So, es wird Tag. Wunderbar. Sonne ist aufgegangen. Irgendwo da hinten. Da guckt sie ein bisschen über den Berg drüber. Sie linst einmal drüber, sagt Hallo. Und ja, genau. Ich würde sagen, wir kassieren noch ein paar Rubine ab. Nehmen wir einmal hier fleißig wie die Bienchen hochlaufen und hüpf. Und ein Herz verlieren. Das ist immer die beste Option. Jetzt sollte ich ganz nebenbei nicht direkt die Geschichte mit der Skulptur machen, weil hier ist die Skulptur drin. Und wenn ich von der getroffen werde, sehe ich, glaube ich, instant K.O. Da habe ich jetzt eigentlich eher weniger Bock drauf, wenn ich so drüber nachdenke. Konnte man die Herzen bekommen? Ich glaube fast schon nicht, ne? Ich bin mit Skulptur ziemlich vorsichtig, weil die können mich rippen, theoretisch, weil die sind ganz schön stark. Dafür, dass es einfach, ja, Mini-Gegner sind, wenn man so möchte. Gibt's hier irgendwo Herzen? Ich hätte nur gern ein Herz, einfach zur Sicherheit.
Das ist außerdem so eine Sache, die werde ich wahrscheinlich das ganze Let's Play über verfolgen. Immer brav schauen, dass man irgendwie volle Herzen hat. Weil 3 Herzen, ja. Ha. Spaß. Spaßi Spaß. Spaßi Spaß. Mhm. Ich glaube, noch härter wäre die Challenge nur, wenn man das Bigoron Sword verbieten würde später und kein Schild. Das wäre, glaube ich, so das Härteste, was man machen kann. Das ist auch Green of Time. Aber in Ordnung. So. Jetzt farmen wir erstmal ein paar Rubine. Und bringen das Spiel zu Frame-Einbrüche zu bekommen, weil es einfach zu viel ist auf einmal. Wir haben ganz nebenbei eine Folgegeldbörse dementsprechend. Ja. Ein von den Dingern ist eine Skulptur, das weiß ich genau. Ich will gar nicht ausprobieren, wie viel Schaden die Dinger mir machen. Ich weiß, die machen mir zu viel. Auch ein Schaden ist zu viel. Möchte ich kurz anmerken. Auch einer ist bereits zu viel. So, ganz viel Stuff. Gut, hier kann man auf jeden Fall schön seine Wut rauslassen, wenn man mal irgendwie ein bisschen mad ist. Meine Empfehlung an dem Punkt, ganz nebenbei. Ich würde aber sagen, wir machen noch eine Kleinigkeit, bevor wir den Part beenden. Und zwar gehen wir zur Schießbude. Denn die Schießbude in diesem Spiel ist unglaublich einfach. Vor allem mit Bewegungssteuerung. Mal schauen, ob wir es auch ohne Bewegungssteuerung hinbekommen. Bin gespannt. Das ist der Maskenladen. Moment, halt, stopp. Spiegelung, da war ja was. Andere Seite, wir sind ganz eben auf dem Marktplatz. Habe ich ganz vergessen vorzulesen. So, jetzt nochmal. Zweiter Versuch. Hoi. Willst du ein Spielchen wagen? Das kostet dich nur 20 Rubine. Also gut. Das hier ist was für echte Kerle. Die berühmteste Schießbude des Landes. Stell dich auf die Plattform und ziele genau. Du hast 15 Schüsse und musst alle 10 Steine treffen. Schieße mit B fertig, dann los. Genau. Normalerweise mache ich das hier, wie gesagt, mit Bewegungssteuerung. Da geht das ein bisschen besser. Stimmt, wir haben ja nur eine begrenzte Schusszahl. Oh mein Gott, nein. Das heißt, man kann gar nicht Dauerfeuer spammen. Ach ja, die Musik. Ich mag die Musik hier. So, ich bin begeistert. Klasse, göttlich. Dieses einzigartige Präsent an dich hier. Dankeschön. Deine Munitionstasche hat ihre maximale Größe erreicht. Du kannst jetzt insgesamt 50 Deko-Kerne tragen. Ich finde es außerdem schön, dass sie dazu anmerken, dass es die maximale Größe ist und man sich nicht irgendwie fragt, hey, gibt es da noch irgendwas oder so. Aber gut. Dann würde ich sagen, reden wir noch einmal kurz mit dem ominösen Mädchen hier. Hallo. Wow, deine Kleidung, wo trägt man denn sowas? Du scheinst nicht von hier zu sein, oder? Woher kommst du? Oh, du bist ein Feenjunge aus dem Wald. Ich bin Marlon. Meinem Vater gehört die London Farm. Vater ist zum Schloss gegangen, um dort Milch abzuliefern. Doch bisher kam er nicht zurück. Hm. Ich glaube, Leute, darum kümmern wir uns dann beim nächsten Mal. Das war jetzt gerade so eine Klischee-Abmoderation. Bei Zelda, Ocarina of Time, 3D Master Quest, Hero Challenge. Gedöns. Zu viel. Da. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich mache jetzt mal Pause, weil mein Hals ein bisschen Pause braucht. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao, Leute.